Ich habe gar keine Fackel. Pflanzenfasern, sagst du? Ja, aber wenn du noch 6 Stück hast, weil ich bin jetzt echt weit gelaufen und habe keine mehr gefunden. Ich habe genau eine. Nice. Eine einzige. Kann ich die droppen? Habe ich die gedroppt? Nee. Ah, nee. Hier, da. Oh. Eine. Danke. Sehr gern. Lass mich raten, die brauche ich für die Landwirtschaft. Nee, brauche ich zum Glück nicht. Landwirtschaftliche Werkbank. So. Ich wollte 3. Dann mache ich hier einfach mal. So. So, interagiert. Oh nein, noch einer. Tobi macht den Leuten auch sowas nicht vor. Ach, ich hatte eine Karotte, aber die ist weg. Sand habe ich. Tobi, hast du Karotten oder Gurke? Eine Gurke? Ja. Also Samen meinst du? Ja, zum Beispiel. Ich habe eine Gurkensamen. Ja, hier gibt mir her, die Gurkensamen. Hatte ich nicht auch welche? Ich habe Paprikasamen. Ah, und Gurkensamen und Karottensamen. Ach cool, habe ich ja noch. Dankeschön. Ja, nice. Dann pflanze ich mal ein. Ich habe auch Goldnuggets. Willst du Goldnuggets einpflanzen? Tobi. Ach, man muss genug Steine dann haben, oder was? Okay, alles klar. Okay, aber wie pflanze ich denn ein? Samen habe ich ja schon. Auf der 4. Ah. So. Und dann. Ja, ich habe eine Gurke und Samen. Habt ihr da ein Problem mit? Also ich für meinen Teil, Tobi, go. Ah, man kann Pflanzenfaser mit Blättern herstellen. Alles klar, nice. Oh, mit Blättern? Oh, ich habe ja. 54 Blätter nur. Das ist natürlich ärgerlich. So. Kann ich mir ganz kurz eben C. Okay, mit den Menüs muss ich noch ein bisschen warm werden. Oh ja, 10 Pflanzenfasern für eine Fackel. Großartig. Naja, gut. Oh, ein Schmelzofen. Ob wir irgendwann mal einen Boden haben werden? Nee, ne? Hä? Warum? Für was? Weiß ich auch nicht genau. Schlafsack hast du gebaut? Hast du Schlafsack angeklickt? Musst du nämlich noch machen vorher. Dieser Schlafsack gehört dir, kommt dann. Okay, hier und Vorsicht, wenn du rausgehst, hier unten ist ein Wolf. Tobi, wusstest du schon, dass man aus 7 Fasern einen Seil craften kann? Nee, aber danke, jetzt weiß ich Bescheid. Was wollte ich denn jetzt? Ja, ich brauche was zu essen. Okay, kann man aus Sand Glas machen, vielleicht am Schmelzofen? Und eine Glasflasche daraus? Das kann man, glaube ich, sogar, ja. Also ich könnte das machen, aber der Schmelzofen ist leider noch nicht fertig. Ja, oder? Und ich hatte noch was anderes. Das ist aber nicht... Okay. Kann ich das in der Werkbank bauen vielleicht? Was wollte ich? Oh, ich brauche 3 Seile und 10 Fasern. Alles klar. Dann kriege ich eine Gießkanne, dann kann ich mich die Sachen gießen. Ah. Ich brauche Fasern. Tobias. Ja? Ich werde auf eine Faserreise gehen. Nee, du kannst sie doch aus Blättern machen. Tobias. Hier. Ich bleibe hier. Danke. Ich bleibe. So, ich brauche 3 Seile. Du brauchst doch gar nicht nach Fasern loslaufen und gucken gehen, weil es gibt keine mehr. Die sind komplett ausverkauft. Ein Seil kostet 20 Fasern. Wie viele Seile brauchst du? 3. Also 60 Fasern plus nochmal Fasern für... Mehr habe ich aber leider nicht mehr. Oh, cool. Aber hast du Blätter? Ja, warte. Wie kann ich die denn zerlegen? Wo geht das? Muss an die Werkbank gehen und da kannst du Fasern herstellen. Ach hier, ah ja. Ja. 162, ja, da mach ich mal. Ja, go. Gut, alles gut. Tobi, du brauchst eine Banane, ne? Hab ich gerade gelesen. Ja, oder ich habe hier noch 2 Fleisch im Ofen drin, also du kannst ja auch das Fleisch machen. Da können wir uns teilen. Nimm mal, iss meine Banane, Tobi, iss meine Banane, los. Los, Tobi, sie ist schmackhaft und sanft und... Los, Tobi, iss die Banane. Lief gut. Vitamine. So. Wasserkollektor, Aufbewahrung. Brauchen wir eine Holzkiste schon mal? Warum nicht, ne? Eine, sag's da. Eine.
Wir können ja hier, jeder baut seine persönliche Holzkiste vor den Schlafsack. Guck mal hier. Kannst du eine bauen? Soll ich dir eine bauen? Oh, du stehst ja gerade vor. So. Wie baue ich die jetzt fertig? Mit Linksklick, ne? Kannst du die bauen? Nein, du musst vorher den Werkzeugkasten. Warte mal, ich mach gleich. Werkzeugkasten? Mit dem Werkzeugkasten und dann draufdrücken? Ich mach schon. Ich kann den, glaube ich, auch freigeben. Okay. Lol. Oh, zu zweit geht das aber schneller. Eigentümer. Turbinator. Ah, okay. Und hier? Eigentümer, auch Turbinator? Nein, Gronkh. Cool. Ich füge dich aber mal hinzu als Eigentümer. Weil, ist ja egal. So, cool. So, dann mache ich jetzt mal das, was ich machen wollte. Dafür brauche ich nur die drei Seile. Drei Seile. Ich wollte auch gerade noch irgendwas machen, aber ich weiß nicht mehr was. Entspannen, Tobi. Tobi, vor der Tür liegen Fasern. Der Letag hat welche da liegen lassen. Wenn ich da hinlaufe, sehen die Leute, dass wir es ausnutzen. So, Letag, einfach mal danke für... Ne, einfach nur so. Euch mal... Ah, durch die Rechte an Land darf Tobi eh alles. Ah, okay. So. Oh nein. Hm? Mr. Krabs lauter schon wieder. Ich wollte Fleisch fertig machen, genau. Aber ich habe kein Tierfett, deswegen kann ich das leider nicht machen. Ich habe Tierfett, ich komme gleich, Tobi. Ich wasche mir nur gerade die Füße hier. Ah, Gießkanne ist fertig, alles klar. Muss ich die Gießkanne auffüllen? Überleben Level 2. Hä? Kein Befüllen möglich. Zum Befüllen mit Brunnen auswählen oder Wasserflaschen im Inventar haben. Hä? Hä? Also das Süßwasser aus dem See geht nicht. Also du kannst nicht... Du kannst nicht da hingehen? Das ist wieder typisch Survival Games. Hä? Das muss man aber wieso kann ich denn das Wasser von dem Wassersammler nicht? Erik, nein. Wasser vom Wassersammler. Warum geht das nicht? Wir haben schön... Achso, Tobi, du hast Stein, habe ich gerade gelesen. Nee, Tierfett im Ofen. Aber Stein für den... Dingens, oder? Wenn du noch hast, natürlich, klar. Kann ich nicht auch? Ja. Ja, mach ich auch einfach mal. Oh, das war's. Cool. Ja, der braucht leider sehr viel. So, habe ich gerade gesehen. Tierfett für den Ofen. Linksklick auf den Sammler mit der Gießkanne in der Hand. Klick auf den Sammler mit der Gießkanne. Ach so, warum geht es denn nicht ins Süßwasser? Alles klar. Ah, sehr gut. Erik, möchtest du ein Fleisch abhaben oder soll ich das leer essen? Also ich würde schon gern eins essen. Wenn's ja, geht. Geil. Dann esse ich beide. Danke. Bewässert. Bewässert. Komm schon, ich bin gleich tot, los! Oh, ich hab... Wäre cool, wenn man sehen würde, dass es bewässert ist, wenn die Erde dunkler werden würde. Das wäre noch ganz cool. So, dann sieht man nämlich hinterher auch, wo man schon bewässert hat und wo nicht. Das wäre ganz gut. Alter. So. Oha, hallo. Cool. Gut, ich gehe dann doch nicht auf Reisen, würde ich sagen. Brauchen wir einen zweiten Ausgang vielleicht? Ist das irgendwie sinnvoll? Oh nice, warte mal, der ist weg. Ja, schlecht wäre das vielleicht nicht. Oh, den hat jemand weggelockt. Hä, warum? Das danke. Das war lieb. Das war lieb. Ja, dann gönne ich mir erstmal das ganze Fleisch aus dem... Oh, lecker hier. Ach, sind nur noch eins. Ich habe kein Fleisch mehr, ne? Ich brauche Wasser. Ich habe nur Wasser in der Gießkanne. So, dann schaue ich mal ganz kurz, was ich essen kann. Das hier nämlich. Eier roh möchte ich nicht machen. Die sind auch noch ein bisschen haltbar. Okay. So. Oh. Wieso baue ich das denn ab? Ich will das gar nicht abbauen. Kann ich das reparieren wieder? Da kommt das Essen bis vor die Tür. Oh, ein Huhn. Du
bist dran. Fette rausnehmen, die verbrauchen sich im Ofen? Nee, die verbrauchen sich doch nicht. Der Ofen macht sich doch aus, guck. Die verbrauchen sich nicht. Ich nehme die gerne raus, die Fette, aber die verbrauchen sich, glaube ich, nicht. Okay. Weißt du, dass ein Huhn aber auch nur ein Fleisch bringt? So, weißt du, das ist irgendwie ein bisschen... Ja, ist schon schwieriger. Ich hoffe, wenn wir die Felder entsprechend, ne, also wie bei Seven Days, dass wir die Felder ein bisschen ausbauen, dass wir dann natürlich ein bisschen Ruhe haben auch. Aber dann müssen wir unser Haus vielleicht noch ausbauen. Wenn ich sehe, wie groß die anderen so bauen. Aber wir haben ja natürlich an der Küste gebaut, das war, glaube ich, nicht so schlau. Aber ich finde es schöner. Der Fette verbraucht sich im Ofen. Oder was? So. Alles ist alles weg. Ich glaube, Objekte kann man gar nicht drehen, ne? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, das ist alles schon hab's so gedacht, probiert, dass es immer in diese Richtung geht, quasi, in deine eigene. Ja, hab's probiert, ging aber nicht. So, la 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 la. Dubi dubi dub dub di du. Dabi dabi dab dab da da. Wenn du möchtest nachher, ne, kannst du ja auch nochmal so ein Claim bauen, damit wir das Haus vielleicht nach rechts bisschen. So, ja, stimmt, das wollte ich ja eh machen. Ich sammle gerade mal noch ein paar Steine und gucke, ob ich noch was zu essen irgendwo finde. Alles klar, hier ist noch aufheben. Ah. Ich laufe ja auch noch ein bisschen rum, sammle Holz und guck mal, ob ich auch Steine finde. Ja, ich habe auch schon ein paar, habe ich schon wieder zum Glück. Oder ist echt. Oh, ob ich Steine finde. Ich stehe genau neben so einem Fels. GG. So. Hab Steine gefunden, Tobi, und die Quest fertig. Oh, nice. Ich habe ein fettes. Lerne einfache Gebäudetechnologie, habe ich gemacht. Ich habe ein fettes Eisen, Fackel her. Stein und Gold Dings gerade gefunden. Oh, herstellen Fackel. Oh, du warst mir schon voraus, glaube ich. Oh nein. Eine Fackel herstellen, Tobi. So. Tobi darf was bauen, Kappa. Hä? Wie? Wegen dem Claim. Ach so. Ich baue den aber auch nur und Erik stellt den dann hin. Ja, das ist richtig. Du musst den einfach nur freigeben, Tobi. Ja, gut. Los. Guten Tag, die Herrschaften. So. Bäume, Bäume, Bäume. Der Claim hat mehrere Stufen, aber das geht erst mit Tier 2, glaube ich, ne? Wir sind ja noch nicht so weit. Wir haben ja gerade erst angefangen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Außerdem muss ich meinen Claim vielleicht mal irgendwann weiter in den Süden bauen. Weil das Wasser, wir können auf Wasser eh nicht bauen. Da ist einfach verschenkter Platz. Das Ganze läuft nicht so, dass Tobi nicht bauen darf. Er lässt bauen. Ah, das ist dein Plan immer, Tobi. Fuck. Ich dachte, wir wären befreundet. Hä? Wer hat das denn gesagt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wieder niemals nicht. Jemand ever. So, herstellen Seil. Dann mal wieder eine schöne neue Axt. Warum auch nicht? So, Träumchen. So. Ich bin auch dafür, dass hier ein Hausboot gegen Ureinwohner gibt. Da bin ich auch dafür. Und ja, eine Bobbahn. Das wäre wichtig. Da, 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 da. So. Oh, hier sind zwei Bananenbäume. Tobi hat keine Freunde, er hat Personal. Natürlich. So. Oh, was ist das denn? Oh, das ist radioaktiv. Ui, ist das radioaktiv hier? Oh. Das ist was? Es ist radioaktiv hier, wo ich gerade war. Wo zum Teufel? Wo bist du denn da? Ich sammle Sachen. So weit müssen wir laufen, um Sachen zu sammeln, Erik. Okay, alles klar. Ich bin Richtung Süden gelaufen. Ach so, ja gut, wir teilen uns auf. Das macht ja eh keinen Sinn. Ja, das passt schon. Laufen. Aber da oben ist eine fette radioaktive Base. Oh, gut zu wissen. Vielleicht können wir da bauen. Da kommt doch bestimmt keiner hin, oder? Ja, ist gut, dann wachsen uns nämlich vier Hände und dann können wir uns besser wehren. Ich finde das sehr sinnvoll. Alles klar, moin. So. Ah, lecker. Ein Fleisch, ein schöner Fleisch, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt.
La 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 la. Oh, die süßen Geräusche waren Gürteltier meuchelt, wenn man die da hinschlachtet. So, ach, der Tag schon wieder. Moin, der Tag. Nee, 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 nicht schenken, bitte, nicht schenken. Halt mal bitte. Wir müssen uns das alles. Gib Tobi. Tobi, ich soll dir was geben. Ein auf die Fresse oder was? Gut. Gut, ich gebe das Tobi. Dankeschön, was immer das ist. Was ist das? Ein rosaner Pilz. Heilt deine Gesundheit und leuchtet im Dunkeln. Okay, das ist nice. Soll ich ja von der Tag ausrichten? Finde ich gut, finde ich gut. Er hat Mitleid mit mir. Wenigstens einer. Es gibt noch nette Menschen auf der Welt, Tobi. Das stimmt. Ich gehöre da leider nicht zu. Ich weiß. So. Oh, ein Wolf. Hau ab. So, ich nehme hier unten mal ganz kurz eben. Ich bin's, der Wolf. Ich hab Bandscheiben. Sei froh, dass die Wölfe nicht echt viel schneller sind oder so als man selbst. Ja, das wäre hart. So. Gut. Holzfällerei Level 5. Oh, nice. Also ich fälle Holz die ganze Zeit natürlich, damit wir da oben unsere Bude ein bisschen weiter ausbauen können. Bisschen. So. Hast du gerade einen Huhn getötet? Ich? Nee, ich meine hier der Typ. Hat aber einen Huhn vor meinen Augen geschlachtet. Das ist jetzt eigentlich unser Huhn, ne? Ja, eigentlich schon. Wenn du zugeguckt hast, gehört's dir. Oh, warum sind Schweine so aggressiv? Ich verstehe das nicht. Das weiß ich aber auch nicht. Vor allem Wildschweine greifen doch nicht gleich an. So. Dass die Leute mal gleich ausflippen, wenn man nicht sofort die Quest macht, ne? Das, da werden manche richtig aggressiv einfach. Verprügeln zu Hause die eigenen Eltern, werden festgenommen und pöbeln noch im Gefängnis, dass man die Fackel noch nicht gemacht hat. Das beobachte ich hier jeden Tag im Stream. Die Gesellschaft geht langsam dahin. Und Knastplätze sind teuer. So. Dü. Schnell tu es oder ich verprügel meine Eltern. So, zack. Hier noch ein bisschen. Ah, schöne Pflanzenfaser nehme ich hier noch mit. Toll. So, jetzt gibt's Prügel. Na gut, für die Eltern. Ich mach das jetzt. Ich mach jetzt eine Fackel. Verstehe ich aber auch. Für all die Eltern daheim. Und jetzt gebe ich die Quest aber nicht ab. Oh, ich bin ein Satan. Ich bin richtiger Satan. Guck mal, wie die blinkt da oben über mir. Wie die blinkt. Ich soll die annehmen, abgeben. Bist ein Widerling, bist du. Mein innerer Monk rastet aus. Schnell, ich hab meine Mutter schon am Schlafittchen. Ach, schön. Hä, ich verprügel die auch so. Ach, schön. Oh, jetzt fliegt sogar der Hass durchs Bild. Alter, was ist denn da los? Ach, diese aggressive Jugend. Ach, schön, die Großeltern noch dazu. Ah, Tag. Hä? So. Ein Kopflos, mein Vater ist K.O. Scheine schnell. Okay, komm, für deinen Vater. Baue eine Werkbank. Erlerne Technologie, Werkbank. Hä? Aber Tobi hat die gelernt. Da weigere ich mich. Da muss ich mich weigern. Das tut mir leid. Also, da müsst ihr euch bitte mit dem Entwickler in Verbindung setzen. Da kann ich auch nichts für. Diese Quest wird hier niemals verschwinden jetzt. Der Traum ist geträumt. Nee, finde ich gut, dass du da konsequent bleibst. Ja, er muss ja auch so sein. Ich muss auch meine XP irgendwo anders einsetzen. So, moin Ernst August. Ich bin von der Forstbehörde. Ich muss hier gerade mal ein bisschen Dreifelderwirtschaft betreiben. Die alten Bäume müssen weg, damit neue nachwachsen können.
Soll ich auch Angriff und Verteidigung machen? Oder was wolltest du noch lernen? Weil ich hab, gern. Genau. Ich dachte, dass du wieder die kämpferischen Aspekte lernst. Ich profitiere davon, weil du kannst ja dann Rüstung und sowas machen. Und ich mache so die Survival-Sachen, irgendwie bauen und kochen und sowas. Okay. Prima. So. Dann die Rubin. Hallo, liebe Grüße. Und sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Das ist ja heute sogar bezahlt. Also, es macht halt auch so Spaß. Wir hätten es nicht angenommen, wenn wir nicht gedacht hätten, dass es was für uns wäre. Ja, das Spiel macht keinen Spaß. Ich zeig zum Beispiel sehr intensiv, wie man hier Bäume abbaut, stundenlang. So, da. Okay. Du. Ich muss. Mich beobachtet jemand. Mir ist gerade die Axt durchgebrochen und ich tue so, als würde ich jetzt weiter den Baum fällen. Mit meiner puren Manneskraft. Frauenkraft. Entschuldigung. Letak, Alter. Merkt ja keiner. So. Gut, dann mach ich mir vielleicht nochmal ein Seilchen herstellen. Wie viel Holz haben wir? 100? 206 schon wieder. Okay, das ist sehr gut. Ohne Bart wird mich nie jemand sehen. Boah, Tobi. Kann ich eine Wette machen? Was denn? Naja, wo du den Bart abrasierst oder so, wenn du verlierst? Frage ist, auf was willst du wetten? Weiß ich nicht. Irgendwas, was ich auf jeden Fall gewinne. Sonst macht es ja keinen Spaß dann. Warte mal, was? Gronkh schickt Tobi wieder in den Krieg, während er sich den Bauch mit selbstgekochten Köstlichkeiten vollschlägt. Ich übe in der Zeit nur, um den heimkehrenden Tobi entsprechend zu empfangen und zu bewirten. So. Bleibt der Server dauer online? Jawohl. Es gibt aber, glaube ich, man kann auch Privatserver betreiben. Da ist es dann nicht so schlimm vielleicht. Moin, Flunder. So. Oh, du musst wetten, dass Tobi es sich nicht traut, den Bart zu rasieren. Da kannst du nur gewinnen. Tobi? Nein. Ich wette, du traust dich nicht, dir den Bart zu rasieren. Nein. Hä, warum denn nicht? Nee. Oh, sei doch nicht so schwierig jetzt bitte. So. Also, brauchst du eigentlich Heilung? Nee, ich habe 3 Fleisch. Also, wenn du noch Tierfett hast, kannst du das gerne hier reinballern nachher. Also nicht Hunger, sondern Heilung, meine ich. Also Heal. Ach, Heilung? Ja, theoretisch schon. Aber okay. Also Essen wäre wichtiger. Ich soll ja noch was geben. Warte mal, so, dann guck mal ganz kurz. Wie komme ich wieder nach Hause? Wo bin ich denn überhaupt? Da. Ach, ich muss nur nach Norden. Mit Fackel. Boah, da dauert das lang. Boah, hier sind ja überall Viecher. Tobis Bart ist der eiserne Vorhang aus C&C. So. Boah, ich will ein neues Command & Conquer haben. Jetzt sofort. Ja, hol dir doch das Mobile-Game, das neue. Nein, bitte. Das ist doch das, worauf alle Command & Conquer-Fans gewartet haben, habe ich auf der E3 letztes Jahr gehört. Also muss es wahr sein. So. Den Häusern nach. Das wird eine richtige Stadt hier, so viele Häuser wie hier sind. Ist das normal, dass das Einschmelzen so lange dauert? Ist ja voll hart. Du, Tobi, in meinen letzten 7 Mal, die ich das Spiel gespielt habe. Moin, Tobi! Hey, was geht? Alles klar. Tobien. So, warte. Ich mach mal Holz. Kurz! Es sind immer nur 1225. Das ist aber nicht viel. Ja. Enttäuschend wäre. Achso, warte mal, wo ich schon mal dabei bin. Den soll ich hier geben. Soll ich hier ausrichten? Ihhh!